Wo ist Lea? Setzen Sie ein. Zuerst sehen wir die Sätze. Wo ist Lea? Sie ist Bad. Sie ist Wohnzimmer. Sie ist Balkon. Sie ist Garten. Sie ist noch Bett. Sie sitzt Sofa. Und jetzt die Lösungsmöglichkeiten. A. Auf. B. Aus. C. Der. D. Die. E. Den. F. Dem. G. Im. H. Ist. I. In. Und J. Ins. Setzen wir ein. Wo ist Lea? Sie ist im Bad. Wo? Im Bad. Dativ. Sie ist im Wohnzimmer. Wo? Im Wohnzimmer. Dativ. Sie ist auf dem Balkon. Wo? Auf dem Balkon. Dativ. Sie ist im Garten. Wo? Im Garten. Dativ. Sie ist noch im Bett. Wo? Im Bett. Dativ. Sie sitzt auf dem Sofa. Wo? Auf dem Sofa. Dativ. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Wo ist Lea? Sie ist im Bad. Sie ist im Wohnzimmer. Sie ist auf dem Balkon. Sie ist im Garten. Sie ist noch im Bett. Sie sitzt auf dem Sofa. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet. Bis dann, ciao! Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Verben und Ausdrücke mit Präpositionen an. Diese stehen in Fragen. Wir beginnen also immer mit wo plus der Präposition. Fangen wir an. Worin besteht der Unterschied? Bestehen plus in. Wofür interessierst du dich? Sich interessieren für plus Akkusativ. Worum handelt es sich? Sich handeln um plus Akkusativ. Woran merkst du es? Merken an plus Dativ. Worauf legt er Wert? Wert legen auf plus Akkusativ. Wofür steht es zur Verfügung? Zur Verfügung stehen plus für plus Akkusativ. Woran lag es? Liegen an plus Dativ. Und jetzt noch einmal alles. Worin besteht der Unterschied? Wofür interessierst du dich? Worum handelt es sich?
Woran merkst du es? Worauf legt er Wert? Wofür steht es zur Verfügung? Woran lag es? Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt eine kleine Wiederholung. Bis dann. Tschüss. Setzen Sie ein. Verb, Präsens, trennbar. Er denkt nach. Er dreht es um. Er zieht sich um. Wie bereitest du dich vor? Liest du es ihr vor? Er stellt es sich vor. Er fährt ab. Sie holt ihn ab. Er nimmt ab. Wann fängt er an? Wann kommt sie an? Sie macht das Licht an. Wen ruft sie an? Womit hört sie auf? Er räumt sein Zimmer auf. Sie hört ihm zu. Er macht die Tür zu. Sie steht auf. Er sieht müde aus. Wo geht er hin? Sie lädt mich ein. Er schaltet das Licht ein. Er sieht oft fern. Wo kommt sie her? Wann fährt sie los? Was bringst du mit? Macht oder machen sie mit? Nimmt er dich mit? Ich
Ich hoffe, dass ihr einige neue Vokabeln gelernt habt und natürlich auch die Grammatik. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt das Video. Bis dann, ciao! Und es wäre super, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal seid. Hallo, in diesem Video beschäftigen wir uns mit den Fragen woher, wo und wohin. Zuerst die Sätze. Wo, ... kommen Sie? ... Schweiz. Wo, ... leben Sie? ... Schweiz. Wo, ... reisen Sie? ... Schweiz. Was, ... sprechen Sie? Und die Lösungsmöglichkeiten? A, in die, B, nichts, C, aus der, D, nach, E, her, F, in der und G, hin. Setzen wir ein. Woher kommen Sie? Aus der Schweiz. Die Schweiz ist ein feminines Land, also brauchen wir einen Artikel. Einen femininen Artikel im Dativ ist das der aus der Schweiz. Wo leben Sie? In der Schweiz. In ist eine Wechselpräposition. Wenn man fragt wo, bekommt man die Antwort in der Schweiz. Feminin, Dativ, in der Schweiz. Wohin reisen Sie? In die Schweiz. Wohin? Akkusativ, feminin, in die Schweiz. Was sprechen Sie? Hier steht kein Artikel und keine Präposition. Jetzt eine kleine Wiederholung. Woher kommen Sie? Aus der Schweiz. Wo leben Sie? In der Schweiz. Wohin reisen Sie? In die Schweiz. Was sprechen Sie? Präpositionen. Woher? Aus Berlin. Wo? In Berlin. Wohin? Nach Berlin. Länder und Städte, das heißt Länder ohne Artikel und Städte, stehen im Allgemeinen mit den Präpositionen aus, in und nach. Kommt aber ein Artikel dazu, ändern sich die Präpositionen und Artikel. Und jetzt eine Wiederholung des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung. Bis dann, ciao! Hallo, im folgenden Video sehen wir uns das Verb arbeiten genauer an. Zuerst die Sätze. Ich arbeite ... einer Firma. Sie arbeitet ... Krankenschwester. Er arbeitet ... seinen Chef. Sie arbeiten ... Büro. Er arbeitet ... einem Projekt. Sie arbeiten
... ihm zusammen. Und die Lösungen? A. Im, B. Als, C. Für, D. Mit, E. An und F. Bei. Setzen wir ein. Ich arbeite bei einer Firma. Arbeiten bei plus Dativ. Sie arbeitet als Krankenschwester. Nach als folgt ein Beruf. Er arbeitet für seinen Chef. Für plus Akkusativ. Sie arbeiten im Büro. Wo arbeiten Sie? Im Büro plus Dativ. Er arbeitet an einem Projekt. Arbeiten an plus Dativ. An einem Projekt arbeiten. Sie arbeiten mit ihm zusammen. Zusammenarbeiten mit plus Dativ. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Ich arbeite bei einer Firma. Sie arbeitet als Krankenschwester. Er arbeitet für seinen Chef. Sie arbeiten im Büro. Er arbeitet an einem Projekt. Sie arbeiten mit ihm zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung. Bis dann, ciao. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video setzen wir die Pronomen im Dativ bzw. Akkusativ ein. Unten eine kleine Liste der Verben, die Akkusativ und Dativ verwenden. Natürlich ist diese Liste nicht vollständig. Sagen, erzählen, erklären, mitteilen. Geben, bringen, schicken, senden. Wir verwenden hier in der Übung die Verben schicken, sagen, mitteilen, erzählen und schenken. Setzen wir ein. Sie schickt es mir. Es Akkusativ, mir Dativ. Sie sagt es dir nicht. Es Akkusativ, dir Dativ. Sie teilt ihn mir mit. Ihn Akkusativ, mir Dativ. Sie erzählt ihm alles. Ihm Dativ. Sie schenkt ihm etwas. Ihm Dativ. Und noch einmal die Wiederholung. Sie schickt es mir, es Akkusativ, mir Dativ. Sie sagt es dir nicht, es Akkusativ, dir Dativ.
Sie teilt ihn mir mit. Ihn Akkusativ, mir Dativ. Sie erzählt ihm alles. Ihm Dativ. Sie schenkt ihm etwas. Ihm Dativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao, bis dann. Hallo, in diesem Video sehen wir uns den Konjunktiv 2 und seine Verwendungen an. Hier stehen einige Sätze mit wenn. Zuerst die Sätze. Wenn Sie keine Probleme, Sie ihn nicht, Wenn Sie schlau, Sie das schon früher, Wenn. In der Klammer seht ihr die Verben, die eingesetzt werden müssen. Wenn sie keine Probleme hätte, Konjunktiv 2 Gegenwart von haben, hätte. Hätte sie ihn nicht genervt. Hätte genervt, Konjunktiv 2 Vergangenheit. Nerven, hätte genervt. Wenn sie schlau gewesen wäre, stammt von sein, gewesen wäre, Konjunktiv 2. Hätte sie das schon früher verstanden, wenn. Hätte verstanden ist der Konjunktiv 2 von verstehen. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Wenn sie keine Probleme hätte, hätte sie ihn nicht genervt. Wenn sie schlau gewesen wäre, hätte sie das schon früher verstanden. Wenn. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung.
Setzen Sie ein. Hier haben wir die verschiedenen Möglichkeiten für die Fragewörter wer Nominativ, wen Akkusativ, wem Dativ und wessen Genitiv. Zuerst die Sätze. Punkt, Punkt, Punkt hat das gesagt. Über Punkt, Punkt, Punkt spricht er immer. Von Punkt, Punkt, Punkt hast du das. An Punkt, Punkt, Punkt erinnert dich das. Für Punkt, Punkt, Punkt hast du dich entschieden. Mit Punkt, Punkt, Punkt möchtest du verreisen. Setzen wir ein. Wer hat das gesagt? Nominativ. Über wen spricht er immer? Wen? Akkusativ. Von wem hast du das? Wem? Dativ. An wen erinnert dich das? Wen? Akkusativ. Für wen hast du dich entschieden? Wen? Akkusativ. Mit wem möchtest du verreisen? Wem? Dativ. Und noch einmal alle Fragen. Wer hat das gesagt? Über wen spricht er immer? Von wem hast du das? An wen erinnert dich das? Für wen hast du dich entschieden? Mit wem möchtest du verreisen? Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Und jetzt die Wiederholung. Ciao! Setzen Sie die Pronomen ein. Zuerst die Sätze. Er erinnert an. Er holt. Er übt mit. Er ändert für. Er hört an. Er hilft. Wir kennen nicht. In den Klammern wird angegeben, welches Pronomen eingesetzt werden soll. Beginnen wir also. Er erinnert sich an ihn, sich reflexiv, an ihn akkusativ. Er holt es mir, es akkusativ, mir dativ. Er holt es mir. Er übt es mit uns, es akkusativ, mit uns dativ. Er übt es mit uns. Er ändert es für uns. Es Akkusativ, für uns Akkusativ. Er ändert es für uns. Er hört es sich an. Es Akkusativ, sich Reflexivpronomen. Er hört es sich an. Er hilft Ihnen.
ihnen, Dativ. Er hilft ihnen. Wir kennen uns nicht. Uns, wen, wir kennen uns nicht, Akkusativ. Wir kennen uns nicht. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Er erinnert sich an ihn. Er holt es mir. Er übt es mit uns. Er ändert es für uns. Er hört es sich an. Er hilft ihnen. Und wir kennen uns nicht. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Fragen und die Antworten darauf an. Zuerst die Fragen. Woher kommt er? Wo unterrichtet er? Wohin fliegt er? Worüber spricht sie? Wieso bist du hier? Wie geht es dir? Und, schreibt man das? Suchen wir die Antworten. Woher kommt er? Von hier. Wo unterrichtet er? Hier. Wohin fliegt er? Hierhin. Worüber spricht sie? Über ihn. Wieso bist du hier? Wieso nicht? Wie geht es dir? Gut und dir? Wie schreibt man das? So. Und jetzt noch einmal. Woher kommt er? Von hier. Wo unterrichtet er? Hier. Wohin fliegt er? Hierhin. Worüber spricht sie? Über ihn. Wieso bist du hier? Wieso nicht? Wie geht es dir? Gut, und dir? Wie schreibt man das? So. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet. Und jetzt die Wiederholung.